Jo, hi und herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren Runde TL City hier mit der Spielpirat. Ja, das Ticket Light Projekt hier. Und ich begrüße euch erstmal freundlich mit Flight Control, wie man so schön hören kann. Nein, aber das soll nicht das Thema sein. Wir waren gerade beim Dschungelwood runterbersten. Ich hatte da irgendwo. Ach ja, ich hatte da einen Tipp bekommen. Nicht Dschungelwood. Rubberwood. Und zwar von Luca, glaube ich, ne? Diese brauchen hier einen größeren. Zack! Baumstumpf. Und zwar ein 3x3 Feld anstatt ein 3x2 Feld. Ich habe mal 3x2 gebaut, wie man hier unschwer erkennen kann. Und damit sich das hier natürlich nicht als folgenschwerer Fehler irgendwie erkenntlich zeigen muss, werde ich das hier erstmal gerade korrigieren. So. Und dann hoffen wir doch schon mal, dass wir hier ein Stück weit dem wieder entsprechen können. Ich glaube, es waren die drei gewesen. Sollte doch erstmal reichen fürs Abholzen, oder? Ich werde hier oben mal halt die Dinger hier nochmal. Meine Residenz, ich weiß gar nicht, warum die überhaupt nicht sich aufgelöst haben. Aber die werde ich jetzt mal gerade ein bisschen reduzieren. Und dann, ja, lassen wir hier einfach was wachsen, oder? Genau. Guck mal, unsere Luftschlösschen hier, die könnten wir auch gerade nochmal wegnehmen. Zack. So, und eigentlich müssten die sich hier auch wieder abbauen. Und dann gehen wir nochmal hier zu dem rüber. Hey, ich will nicht sterben. Mein Jetpack soll mich nicht erretten müssen. Okay. Eigentlich müsste sich der auch abbauen, aber man weiß ja nie, wie es so ist. Machen wir das erstmal so. Und dann haben wir da wieder ein bisschen klaren Himmel. Und dann gucken wir, dass wir hier ein bisschen Rubber verwerten können. Ich glaube, das hatten wir ja auch teils automatisiert. Ich bin da jetzt gerade aber nicht 100% auf dem Lauf. Warten mal, gucken mal hier. Okay, alles klar. Das ist hier auf jeden Fall der Fall. Es gab einen Upgrade, womit ich hätte mehr Strom hier produzieren. Beziehungsweise womit er hier ein bisschen besser laufen kann. Whip, Alter. Freundchen, dir ist schon klar, dass du hier in meiner Bude bist, du Arsch. Schön. Sogar Gastgeschenk mitgebracht. Freundlich, freundlich, freundlich. Ja, gut. Nacht war, deswegen hat sich hier alles so ein bisschen, naja, im Wohlgefallen aufgelöst. Wir gucken gerade mal nach so einem Update. Ach ja, erstmal können wir gerade nochmal dieses ganze Gedöns hier reinschmeißen. Braucht, glaube ich, gerade überhaupt kein Schwein. Und Rubber Settlings, ja, Saplings meine ich. Brauchen wir davon jetzt welche? Nee, oder? Nö, eigentlich nicht. Gut, gibt es denn was zu essen? Ja, es gibt einen Grund zu essen. Und auch, weil wir wieder verheilen müssen hier. So, dann gucken wir mal nach dem Upgrade. Es hat ja auch mal ein netter Abonnent geschrieben. Ach, wenn ich jetzt aber gerade wüsste, wie das Upgrade und die nette Person heißt. Energy Storage Upgrade. Ich glaube persönlich, dass es dieses war. Was brauchten wir dafür? Wir brauchten also 5 Planks, dann brauchen wir eine Batterie, dann brauchen wir Kabel und warum sind die endlich beide gleich hier? Achso, ob nun aufgefüllt oder nicht, ist ja vollkommen egal. Und ein Electronic Circuit. Okay, na dann versuchen wir das doch gerade mal aufzubauen. Suchen wir uns erstmal ein paar Kabel. Können wir uns gerade schon mal ein paar craften. Dann brauchen wir ein Circuit. Super, den haben wir schon mal. Dann brauchen wir noch Batterien. Da können wir uns auch gleich mal 10 machen oder sowas in der Richtung. Und dann brauchen wir noch Wood. So, da haben wir welches. Das passt auch. Und dann brauchen wir nur noch die Kabel. Da haben wir sie. Schön. Schön. Schön, schön, schön. Ich überlege gerade, ob ich einfach mal davon vielleicht irgendwie auch ein bisschen mehr machen sollte. Komm, machen wir hier nochmal ein und noch ein. Stacken können wir die ja nicht. Dann haben wir für die folgenden Maschinen hier immer eigentlich, ich denke, ordentlich was dabei. Wir probieren das einfach mal aus. Ob das daran liegt. Weil momentan war es ja so, warte mal, machen wir gerade einen Test. Also momentan war es ja so gewesen, wenn wir jetzt, nee, das war die falsche Kiste, ne?
Da musste ich ran. Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Da haben wir Rubberwood. Nehmen wir uns gerade einfach mal 3 Stacks raus. Raus. Okay. Raus die Maus. Ah ne, wir brauchten noch Upgrades, ne? Wow, was nicht im Kopf hat, war. Upgrades. So, da haben wir noch 6 Stück. Okay. Und jetzt testen wir einfach mal, was passiert. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel 13 Stück reinhauen, geht die Energie runter. Mir hat man mal gesagt gehabt, wenn ich jetzt ein Energy Storage Upgrade reinmache, dürfte sich das irgendwie halbwegs wieder aufladen. So, ich gucke jetzt einfach gerade mal. 7 hatten wir vorher auch drin. Jetzt gucken wir einfach mal, was passiert, wenn er jetzt voll aufgeladen ist. Ob er auch mit mehr als 7 zurechtkommt. Wir packen die jetzt rein. Nee, anscheinend nicht. Dann ist das wohl nicht das, was ich brauchte. Oder? Also ein Transformer-Upgrade brauchte ich auf jeden Fall. Aber ich glaube, das war ein Energy Storage-Upgrade gewesen. Aber das nimmt er hier wohl nicht an. Oder ich muss vielleicht 2 reinpacken. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Ist ja schon ein Upgrade. Und deswegen irgendwie, nee. Factorization, das ist ja eigentlich schon das, was wir bräuchten eigentlich. Ja gut, na okay, dann funktioniert das leider nicht irgendwie so, wie ich wollte. Kann man auch leider nicht ändern jetzt gerade. So geht es natürlich auch alles nicht. Ist auch eine absolute Lärmbelästigung. So, okay. Nee, dann ist es egal. Dann kann man das jetzt gerade nicht ändern. Dann packen wir das hier einfach alles so wie gewohnt rein. Der ist ja hier angeschlossen, genau. Und zack, zack. Ich denke mal, Rubber sollte ja sowieso jetzt genug schon mal wieder vorhanden sein. Achso, warte mal, wir wollten nochmal gucken nach Yuyumeta. Da produziert er auch fleißig weiter. Gehen wir nochmal kurz beim Kraftwerk gucken, weil der Server lief gerade leider noch ein paar Minuten länger als geplant. Nach der letzten Aufnahme vergessen auszumachen. Na ja, gut, aber es geht noch. Suchen wir mal hier hinten nach den Crowies, wie weit die gekommen sind. Ja, bei dem Thema Internetgeld sind wir letztes Mal stehen geblieben. Ich würde sagen, wir waren noch nicht abschließend fertig mit dem Thema. Mich würde mal interessieren, was eure Erfahrungen sind. Habt ihr schon mal so eine Erfahrung gemacht? Habt ihr schon mal irgendwo irgendwas in dem Bereich gemacht? Versucht Geld irgendwo online zu verdienen oder weiß der Geier was? Von der Geschwindigkeit her, ja. Ja, doch, geht eigentlich, oder? Habt ihr da schon mal was versucht? Habt ihr da schon mal irgendwie Erfolg gehabt oder so? Ja, irgendwo so ein paar Euro eingenommen oder sowas in der Richtung. Oder habt ihr auch andere Sachen mal versucht? Sowas wie Poker oder keine Ahnung, für die älter sind, für die jünger sind. Einfach vergessen? Nein. Sowas gibt's ja halt nun mal. Das haben wir so die Erfahrung. Vielleicht habt ihr da mal irgendwas gesammelt. Oder hier so eine Verlinkung halt, ne? Ganz einfach. Irgendwie, weiß ich nicht, so ein Schneeball-Effekt oder so, wenn man irgendwie sowas machen konnte, dass der einen anderen verlinkt oder keine Ahnung, durch Werbeeinnahmen oder sowas in der Richtung, durch Kaufseiten oder was der Geier wird. Jetzt ist es dunkel. Das ist kacke. Ich habe jetzt keinen Bock eigentlich auf Monster, es ist zu dunkel hier drin. Es ist irgendwie alles gerade ein bisschen suboptimal. Wham! Ich hoffe, ich habe ja alles richtig ausgeleuchtet. Warte mal, wir gucken mal mit F7. Wie das hier so alles aussieht. Hier geht's gerade noch, ne? Okay. Okay, hier scheint irgendwie alles noch relativ hell zu sein. Weil ich mir da eigentlich gar nicht so sicher bin, ob das überhaupt alles stimmt. Aber ich konnte hier gerade mit F7 nichts davon sehen, dass es hier irgendwie rote Kreuze wirft oder so. Also hier drinnen scheinen wir noch ein bisschen sicher zu sein. Das ist hervorragend. Dann widmen wir uns doch nochmal weiter kurz dem Ausbau hier. Fliegen konnten wir noch, okay. Ja, was sind eure Erfahrungen also zu dem ganzen Thema? Das würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Und natürlich überlege ich mir gerade, wie kann ich das hier am besten machen? Soll ich das hier so abschließen mit einer Kante? Ich habe das Gefühl, wir wechseln einfach mal auf Schwert.
Frage ist natürlich auch, ob hier mal irgendwann welche reinhüppen. Und wir denn dadurch ungebetene Gäste bekommen. Hier ist ja auch so eine schöne Spawn-Area. Vielleicht können wir hier einfach mal gerade so ein paar Sachen draufhauen. Gucken wir mal. Ach ja, genau. Eigentlich könnten wir auch anfangen. Dafür müsste ich mir jetzt wahrscheinlich aber... Oh Gott. Doch hier einer drinnen gewesen. Scheiße. Oh, ich glaube, ich habe noch den Magneten an, ne? Kann das sein? Ist natürlich doof jetzt mit der Tür, dass die alle reinkommen können. Das ganze Gesocks. Und ich glaube, es wird nämlich auch gerade Nacht. Super. Da können wir nämlich sowieso schlafen und die Sache hat sich erledigt. Wir sind gar nicht so weit gekommen. Schade eigentlich. Hier aufregen. Zeig mir, Sonne, dass wir wieder Freunde sind. Es wird mein Atomreaktor in die Luft fliegen. Dankeschön. Dankeschön. So, how to survive. Ist ja so ein bisschen hier Zombie-like, ne? Ja. Wir könnten überlegen, wie wir das jetzt machen. Ich könnte jetzt natürlich das Baumhaus da oben weiterbauen. Oder mal anfangen, das rüberzuziehen. Oder wir machen erstmal hier unten gerade noch eine kleine Ecke. Denn wir brauchen richtige Materialien. Welche Materialien nehmen wir denn jetzt hier? Also auf Erde und Boden. Ich habe ja gesagt, ich möchte das jetzt hier als Boden ausgleichen. Das heißt, im Grunde genommen haben wir noch eine Schippe bei. Ich Idiot. Lass uns nochmal kurz festhalten. Ich Idiot. So. Nein! Ich Doppelidiot. Okay. Ein halber Doppelidiot. Machen wir es so. Okay. Ja, nee, ich wollte eigentlich jetzt nicht das Wasser freisetzen, sondern ich wollte hier drunter diese Schicht wegnehmen, weil wir da ja mit dem Erdboden schon anfangen müssen. Logischerweise. Das war bis dahin gewesen, okay. So. Weil nimmt das jetzt nämlich alles hier so bald ein bisschen Format an, hoffentlich zumindest. Hier haben wir das Stromkabel, was nach draußen führt. Das müssen wir sowieso alles umbauen dann. Was für ein Erdboden wollen wir hier eigentlich nehmen? Und wie gesagt, vergesst bitte nicht, was ihr oder ob ihr Erfahrung hattet, ne? Das wäre jetzt mal gar nicht so schlecht. Und gut. Ach ja, Leute. Und wenn euch mal das Video gefallen sollte, ja, hinterlasst einfach mal einen kleinen Daumen. Dann weiß ich Bescheid, ob ich so weitermachen soll, richtig oder falsch. Und dann gucken wir einfach mal. So, richtiger Boden. Ich habe hier 3790 Marble. Also wenn wir nicht mit Marble irgendwas machen, dann weiß ich auch nicht. Dann sind wir eigentlich nur noch bescheuert, oder? Wir vor allen Dingen. Also mein Handeln ist gleichzeitig euer Handeln. Und wir sind dann alle gemeinsam bescheuert. Zu geil. Okay. Haben wir denn auch noch anderen Marvel? Irgendwas mit Black? Basalt? Ach, das war Basalt gewesen. Basalt haben wir natürlich jetzt nicht so viel, also müssten eigentlich eher mit Weißem arbeiten. Dann gucken wir einfach mal, was wir mit Weißem alles machen können und wie das aussieht. Wir können ja immer noch alles korrigieren. Ja, wir haben ja nach wie vor die Möglichkeit hier, das dann nach und nach irgendwie abzureißen. Ich hasse das, irgendwo runterzubauen. Ah, super. Habe ich gleich natürlich den Eingang erstmal zugebaut. Egal. Okay, dann machen wir den gerade nochmal weg. Ach, siehst du? Ja. Ist ja auch bescheuert. Weg damit. Der ist nicht besonders klug, weil wir müssen ja hier durch. Der ist auch gar nicht zu, vor allen Dingen, ne? Der ist auch gar nicht zu. Ach nee, wir wollten ja jetzt hier, guck mal, ich wollte ja jetzt, dass wir so machen. Weil das ist ja mein Eingang. Ich muss ja den Boden noch ausgleichen. Guck mal, so hier. Und wir heben ja hier alles ein Stück hoch. Dann probieren wir mal aus, wie das mit dem weißen Marble alles aussieht. Also mit dem Marble Bricks. So. Liebe Katze. Was möchtest du mir sagen? Ja, wir haben natürlich hier viel zu tun.
erreichen. Das kann alles jetzt in den nächsten Folgen auch sehr aufregend interessant beim Angucken sein. Ja, also lasst euch auf jeden Fall nicht dran hindern, mir das ein oder andere Gesprächsthema aufzuzwängen. Ach scheiße, habe ich jetzt... Scheiße. Nicht aufgepasst. Also, ich rufe hier offiziell auf, dass ihr mir Gesprächsthemen servieren dürft. Ich würde mich tierisch darüber freuen. Ihr habt gesehen, ich versuche mich da irgendwie auch darauf vorzubereiten, mit euch über gewisse Themen zu sprechen und so weiter. Das heißt, wenn ihr also was habt, ist es mein größtes Anliegen, stellt mir jegliche Frage, die euch irgendwie einfallen könnte, sodass wir hier irgendwie ja auch mal so ein bisschen näher kommen, ne, an die ganzen Geschichten. Das sind Sachen, so ein bisschen Personality hier, meine persönlichen Erfahrungen. Man redet natürlich gerne, man quatscht doch über alles Mögliche, aber es sollen ja auch Sachen sein, die euch interessieren. Und dementsprechend tut mir einfach den Gefallen und gebt euer klügstes, ja, Preis, würde ich mal so formal behaupten. Ja, dann haben wir ja auch schon wieder unsere Folge heute wieder rum. Ist ja der Wahnsinn, wie schnell die Zeit rumgeht. Aber das ist ja auch gar kein Problem. Da bin ich stehen geblieben gerade. Wir lassen uns natürlich nicht trüben. Also meine nächste Folge werde ich wahrscheinlich morgen aufnehmen. Morgen früh hier oder morgen Vormittag. Das heißt, wenn ihr so fix wart und heute euch eine Frage einfallen lassen habt, gleich unter dieses Video und am Veröffentlichungstag hier am Montag euch eine Frage einfallen lassen habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die morgen am Dienstag hier erscheint in der nächsten Folge sehr, sehr groß. Also wer jetzt gerade ein brandaktuelles Thema hat, natürlich kann ich nicht jedes Thema rannehmen, aber ja, ist ja auch, ich denke mal, mehr als verständlich. Ihr seid dann einfach beim nächsten Mal dabei. Ne? Juti. Dann würde ich vorschlagen, hören wir uns, sehen wir uns auf jeden Fall. Und, ich denke, das mit dem weißen Boden ist gar nicht so schlecht. Kann nobel aussehen, wissen wir noch nicht. Vielleicht fallen uns da einfach noch ein paar Schniekel, Schnörkel und Co. ein. Und wenn wir erstmal das umgebaut haben, die Maschinen schick integriert sind, da hinten nochmal alles ausgehoben, dann haben wir bestimmt eine richtig schicke Fabrikhalle. Und da oben bauen wir unsere Base noch zum Schlafen und eine schöne Aussicht. Also ich freue mich, die Aussichten hier für dieses Projekt sind sehr, sehr rosig. Livestream, wenn nicht viel dazwischen kommt, nächste Woche, Samstag oder Sonntag, sage ich euch noch Bescheid. Hier für TL City, für das TL City Projekt. Und dann unter anderem fängt auch dann hier die Unterwasserwelt an und so. Also wenn ihr Bock habt, ne, haltet euch nächste Woche frei. Und ansonsten stellt mir Fragen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Daumen hoch, wenn es Bock macht. Liebe Grüße, euer der Spielpirat. Tschüss.